Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir die Look Fantastic The Mass Collection anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wer mich schon ein kleines Weilchen kennt, weiß, ich liebe nicht nur Masken, ich bin echt maskenverrückt. Das ist der Wahnsinn. Masken von Kopf bis Fuß, ne? Ob wir jetzt von Haarmasken, von Gesichtsmasken, von Dekolletémasken, von Hupi-Masken, von Schwangerschaftsbauchmasken, auch die habe ich getragen, von Popomasken oder von Fußmasken reden. Alles, alles. Ich lieb's. Und ja, hier hat Look Fantastic etwas herausgebracht, was ich sehr, sehr ansprechend fand. Ich habe es bei Chiquitas Place auch schon gesehen und musste es direkt nachkaufen. 40 Euro kostet diese Schätzelein und ihr bekommt es bei Look Fantastic. Ich habe einen Code bei Look Fantastic, nennt sich Claudi Welt. Und damit kannst du ein bisschen was sparen, was ich ziemlich cool finde. Ich weiß nicht, ob das 20% sind, weil normalerweise gelten 20% auf die unrabattierten Produkte und 11% auf die bereits rabattierten Produkte. Gerne in der Infobox mal vorbeischauen. Und ja, hier habe ich das Schätzelein. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich will das auch weiterverwenden irgendwie, aber ich weiß noch nicht wofür. Man kann es nämlich wie so ein Ding auseinanderklappen, was ich normalerweise auch so aus dem Büro kenne. Ja, und du hast hier überall so ein Ding drin. Das ist ja witzig. Okay, das ist jetzt wirklich mal so eine Erfahrungsgeschichte und man kann es auch super weiterverwenden. Jo, weil da auch nirgendwo irgendwas dran steht. Man kann es auch theoretisch als Buch irgendwo reinstellen? Keine Ahnung. Ich finde es aufregend. Aber das muss man irgendwie weiterverwenden, ne? Ich feiere, dass es so wie so ein Fächer ist. Wie so ein riesiger Fächer. Okay, Leute. Wir gucken rein. So. Fangen wir vorne an. Was hab wie? Wir haben hier zuallererst Nip and Fab Renew in 15 Minuten Retinol Fix Sheet Mask. Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin, Leute. Mit Retinol und Kokosnusswasser. Unclogs and Tightens. Okay, Moisturizing and Hydrating. Yo, 25 Gramm. Refresh, Renew and Revitalize the Complexion with Retinoid and Coconut Water. Mm. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr angenehm an. Und das, oh, ich blende euch ja auch die jeweiligen Preise ein, wenn man das Produkt so kaufen würde, ne? Als nächstes habe ich hier von Décolleté Liposom eine Moisture Liposom Mask Intense Recovery Radiance Mask. Also die soll dann Strahlkraft geben. 20 ml sind hier drin. Das ist auch eine Tuchmaske. Ach, ist das schön. Ich glaube, hier sind fast nur Tuchmasken drin, ne? Lässt du auch nur 10 Minuten drauf. Das ist echt ruckizuck. Ich freue mich so drauf. Endlich wieder Maskennachschub. Dann habe ich hier was für die Lippen. Ich habe es eigentlich immer verteufelt und gesagt, wir brauchen eine Lippenmaske. Ganz ehrlich, wenn du wirklich super... Oh, da sind sogar zwei drin. Wenn du wirklich trockene Lippen hast, ne? Und irgendwie, keine Ahnung, super viel Liquid Lipstick getragen hast. Oder wenn ich jetzt in der Weihnachtszeit hier Santa Claudi-mäßig ständig rote Lippen trage und dann die immer wieder auch schminke, abschminke, nachtrage und so weiter, dann trocknen die Lippen halt schnell aus. Und dann kann man sowas gut gebrauchen. Und das ist von Starskin diese Lippenmaske Dream Kiss Plumping and Hydrating Biocellulose Lip Mask. Die habe ich auch schon das ein oder andere Mal aufgebraucht. Und die mochte ich. Voll cool, dass wir hier zwei Stück drin haben, weil bei den anderen auch zwei irgendwie drin. Nee, okay. Dann kommen wir zur nächsten. Oh, die hatte ich doch auch schon mal irgendwo mit drin. Bio-Effekt Imprinting Hydrogel Mask. Hydrating Face Mask mit Hyaluronsäure. Und da sind 30 Gramm drin. Das ist ganz schön viel, ne? Das ist so eine zweiteilige grüne. Ja, hallo, Herr Sammy. Sammy möchte auch eine Maske. Aber er kriegt keine, weil ich glaube nicht, dass es gut für Hunde ist. Vor allem, wie soll das auf Fell funktionieren, Maus? Wie stellst du dir das vor? Das geht nicht. Vielleicht ist hier eine Pfotenmaske drin. Wir können ja gleich mal weiterschauen. Auf jeden Fall haben wir hier so eine Gesichtsmaske. Finde ich schön. Wird verwendet. Es wird alles verwendet. Die Retinolmaske muss ein bisschen warten, weil ich halt aktuell noch am Stillen bin. Aber danach geht das halt, ne? Ja, und diese Foreo-Masken, die kannst du halt auch verwenden. Selbst wenn du kein Foreo hast, ne? Recipes of my Foreo oder Recipes of my Foreo Imagination Livre de Recette. DIY Mask Base. Hä? Okay, kenne ich jetzt, weiß ich jetzt gerade so nicht. Create the mask of your dreams with a hint of imagination. Okay, du kannst dir irgendwas vorstellen. Das ist natürlich total super. Und das machst du normalerweise mit dem Foreo, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht. Was machst du denn? Das weiß kein Mensch, ne? Da kannst du dir selber ausdenken, was die machen soll. Okay,
Und dann habe ich hier drin von Philip Kingsley den Elasticizer. Das ist dann auch tatsächlich für die Haare. Ja, macht Elastizität und Sprungkraft. Elasticity and Bounce. Für feines Medium or Coarse Hair. Was ist denn Coarse? Curled es vielleicht? Oh, jetzt hat er mit seiner Pfote meine... Mausi, was machst du denn für Sachen? Du bist einfach ein witziger Hund. Deep Conditioning Treatment. Da sind 40 Milliliter drin. Ja, ne, ist wie gesagt für die Haare. Sowas reicht eigentlich bei mir für 2 Anwendungen. Aber weil das halt in so einem Ding drin ist, ist es schwierig. Aber gut. So, hier komme ich zum nächsten Schieber. Ist so cool, was man hier drin findet, ne? Rodial Snake Jelly Eye Patches. Freeze and Smooth. Hier. Ja, halt so untere Augenpads. Die habe ich letztens auch schon mal irgendwo gehabt und verwendet. Und die mochte ich auch gerne leiden, ne, Sammy? Da war Frauchen zufrieden mit. Doch, mit Schnecken. Ist das wirklich mit Schneckenschleim oder ist das vegan? Das ist eigentlich nur dieses künstlich hergestellte. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist natürlich interessant, ne? Okay, dann habe ich hier eine. Jo, die ist super. Garnier mit 2% Niacinamiden. Das ist so eine Detox Ampoule Sheet Mask. Oh, die mag ich ja gerne, ne? Bekommt ihr auch in der Drogerie. Die haben ganz, ganz tolles, dünnes, super krass getränktes Vlies. Mag ich sehr. Mag ich sehr, sehr, sehr. Und das ist mit Kohl. Das ist einfach großartig. Ja. Niacinamid und Kohlenextrakt. Kohle oder Kale? Grünkohl ist das doch eigentlich, oder? Würde ich sagen. Ja, und das musst du halt auch nur 5 Minuten drauf lassen. Gut, ist eigentlich für Mischhaut, aber egal. Ich habe keine Mischhaut. Trotzdem verwende ich sowas ganz gerne. Dann habe ich hier drin, jo, das finde ich auch schön. Das ist eine nährende Maske mit Shea-Butter von Holika Holika. Pure Essence Sheet Mask. Ich mag einfach diese K-Beauty-Geschichten und das ist ja K-Beauty, ne? Also quasi koreanische Kosmetik. Die wissen es halt, wie man es macht. Denn die Koreanerinnen haben meiner Meinung nach echt eine so geniale Haut. Gut, die machen auch ziemlich viel dafür. Ja, ne? Supidupi. Im Prinzip seht ihr das, was ihr dann demnächst in meinem Aufgebraucht-Video sehr schnell sehen werdet. Oh, geil! Ich glaube, die war so teuer, oder? MZ Skin Anti-Pollution Hydrating Face Mask. Detoxifying and Hydrating Hydrogel Face Mask. Oder war das eine andere von MZ Skin? Hatten wir nämlich letztens auch in der... Wie sitzt jetzt auf der anderen Seite, ne? In dem Look Fantastic Eye. Und das war so eine rote. Da sah man aus wie die Wut von... ich habe vergessen, wie das heißt. Dieser Film... wo halt zeichentrickmäßig dargestellt wird, diese ganzen Emotionen, die im Kopf so abgehen, ne? Irgendwas mit im Kopf, alles steht Kopf oder so heißt der Film, glaube ich. Und das hier wird dann, weil das nicht rot aussieht, sondern eher so Rose Gold, ne? Eine andere Variante sein. Die probiere ich aus. Die rote fand ich ganz witzig, die fand ich auch ganz gut, aber keine 25 Euro wert, weiß ich noch. Habe ich gestern, vorgestern das abgedreht. Alles gut, Sammy? Jo. Dann habe ich die Verso Reviving Eye Mask von Verso wahrscheinlich hier drin mit Retinol 8. Die muss dann auch noch ein bisschen warten, aber schön gerade so unter den Augen. Ne? Aber mit Retinol geht da vorsichtig vor. Ne? Also wenn ihr noch nie Retinol verwendet habt, solltet ihr nicht direkt Gibi machen. Das ist genauso wie mit diesen ganzen klassischen AHA, BHA, PHA Geschichten. Da ein Video von Dalton. Schaut super gerne mal vorbei. So, schauen wir mal weiter. Was habt ihr hier? Beauty Pro Hyaluronic Acid Gold Foil Mask. Hyaluronsäure, Q10 und Soybean, also Sojabohne. Intense Hydration for Fatigued Skin, also quasi ja, intensive Feuchtigkeit für müde Haut. Leute, ich bin Mutter eines 4 Monate alten Babys. Dementsprechend ist nicht nur meine Haut müde, mein ganzer Körper ist müde. Jo, deswegen, brauche ich das? Haben wir hier schon die letzte? Oh. Nö, das ist nicht mal da. Also wir haben 12 Masken hier drin. Oh. Das ist einfach nur der Flyer. Okay, gut. Ja, 12 Masken. Beziehungsweise die Lippenmaske war jetzt bei mir doppelt drin. Ich weiß nicht, ob das bei allen doppelt drin ist. Das könnt ihr mir gerne mal auch schreiben. Das hier wäre jetzt die Maskenedition gewesen. Mir hat Spaß gemacht. Schreibt mir mal gerne, wie das bei euch so ist. Und ich finde diese Verpackung auch so cool. Ich
Ich muss echt überlegen, was ich damit mache. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir gewesen. Ich habe euch mal diese The Mask Collection von Lookfantastic in die Infobox reingepackt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!